ich kann mir auch nichts vorstellen, was eine Fanbase spalten soll. Was soll denn eine Fanbase spalten? Wir können ja spekulieren. Nicht, dass wir jetzt aber mal richtig raten und dann uns vorgeworfen wird, wir spoilern, aber wir spekulieren. Haben wir schon voll viel gespoilert. Ja, zu diesem Teil, den wir eh gleich durchspielen und den eh jeder schon gespielt haben sollte, weil es das zweitbeste Spiel ist der letzten Dekade. Ja. Aus dem Falle. Eine was? Eine Eine Akustikfalle. Alarmanlage. Ich kann gar nichts hören. Hier hat wohl mal jemand gewohnt. Scheint aber nicht mehr der Fall zu sein. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was irgendwen spalten soll. Wie meint er, dass er für ein gutes Versteck hält? Naja, das Ende. Ja, aber was? Ja, ist mir klar, aber. Manche mögen ja offene Enden, manche mögen keine offenen Enden. Je nachdem, wie sie gemacht ist. Oh. Aber ich bin zum Beispiel kein Fan von einem offenen Ende. Bin ich nicht. Manche mögen das, damit die wissen, oh, da kann ja noch alles passieren. Es kann ja noch ein Teil kommen. Es kann ja. Es gibt ja auch solche Enden, wo alles abgeschlossen ist. Und dann sieht man so einen Schnitt. Und dann, sag ich mal, zuckt der Bösewicht nochmal. Dass es andeuten soll, er lebt noch oder so. Ja. Ist das für dich ein offenes Ende? Für mich wäre es, ja, okay. Es ist eigentlich abgeschlossen, aber okay, meinetwegen, er zuckt. Es könnte noch ein neuer Teil kommen, so. Aber von der Story ist es eigentlich abgeschlossen, so. Er kann auch tot sein, er kann auch nicht zucken und es wäre okay. Hast du das gesehen? Das finde ich sogar richtig ekelhaft. Echt? Ja. So ein. Eigentlich müsste das dann für mich bedeuten, es gibt noch einen Teil. Weißt du? Wo man sagt, okay. Ja, das halten die sich ja offen damit. Ja, oder? Aber das ist ekelhaft, sich was offen zu halten. Entweder ist vorbei oder es geht weiter, finde ich. Entweder geht's ja, weiter oder es ist zu Ende. Für mich wird es ja nicht wirklich so den Unterschied machen. Ich meine. Wenn sie es mit dem Zucken jetzt weggelassen hätten, wäre es ja immer noch genauso. Dann ist er tot. Dann ist das Spiel vorbei. Bin ich zufrieden. Wenn es dann noch einen Teil gibt, dann bin ich auch zufrieden. Aber wenn es ein, ich weiß nicht, was es wird, Scheiß, okay. Da habe ich keinen Bock drauf. Weil dann werde ich ja nie wissen, okay, war es das jetzt oder kommt da noch was? Okay. Dann will ich wissen, ob es noch was kommt. Okay, also ist es für dich ein offenes Ende so? Für mich wäre es ja okay. Passiert ja richtig oft. Richtig, richtig oft, sowas. Aber es heißt ja nicht, dass ich es mag. Nur weil ja, es ja. Passiert, also ich bin nicht. Nee, also ich meine ja, für mich wäre es ja okay, habe ich ja gesagt. Ja. Und ob das für dich irgendwie. Zählt das als offenes Ende? Jemand noch zu? Ja? Ja? Er darf nicht zucken. Ist vorbei. Okay. Ja, ist. Nachzuurteilen, sind sie schon länger tot. Wir gehen sie weiter. Ist tot? Ich kann nur hoffen, dass es nicht noch mehr davon gibt. Oder gibt's noch einen Teil 2? Was für ein Zufall. Ja. Meinst du, das wird die. Das meinen sie mit. Also nicht das gerade, sondern das meinen sie mit Fanbase spalten, mit einem offenen Ende oder nicht? Kann auch sein. Ja, das wäre eine Möglichkeit, aber findest du das wahrscheinlich? Verrecken? Oder ein gutes Ende, schlechtes Ende? Vielleicht auch vom Ende her? Wenn es diese Lesbo-Sache ist, dann finde ich es schon ein bisschen lächerlich, ey. Weil wenn die da selber so eine Welle drauf schieben, dann ja, denke ich ja, mir das, so, oh, ey. Das ist ja wirklich wack. Ja. Aber, Das ist dann super wack, so. Ich glaube, also meine Vermutung ist eher so Richtung Happy End und nicht Happy End. Ich sag ja, alle sterben, sowas, oder so Happy End, obwohl es halt so eine Kackwelt ist. Ja. Und dann haben sie trotzdem so ein Happy End.
Familie, Kinder, sowas in der Richtung. Haben ein schönes Leben. Ich glaube, es ist eher ein schlechtes, ein böses Ende, was ich persönlich immer cool finde, so, ne? Also, was so ein, für mich? Wo alles untergeht, so, weißt du? Finde ich immer ganz cool. Ja. Was dann so, damit wäre ich sogar zufrieden. Was mir jetzt einfällt, was auf jeden Fall die Fanbase spalten würde, als ja. Immer noch nur als Theorie, nicht, dass es wirklich dann so ist, dass sie einfach ein Heilmittel finden und dann, ja, okay, die Welt ist gerettet, so. Das wird auf jeden Fall die... Ich glaube, das wird nicht mal die Fanbase spalten, weil alle dagegen sind. Dass es dann so ein super Happy End ist. Sie finden das Heilmittel, ja, alle werden geheilt. Vielleicht solltest du... Naja, bei dir ist es natürlich schwierig, du hast das Spiel jetzt noch nicht zu durchgespielt, ne? Nee, offensichtlich nicht. Ja, offensichtlich nicht so, ne? Shit. Oh. Okay, also sollte ich eher nochmal warten, bis ich das Spiel durch habe, bevor ich hier irgendwie... Ich glaube, wenn du es durch hast, dann kannst du nochmal anders, ja, okay, drüber nachdenken. Aber jetzt aus meiner Perspektive hier hört sich das schon... Ja, gut. Was? Hey, das Ding bewegt sich nicht. Ist jetzt ein Fight Club. Verschwindet. Sam, du bleibst bei ihm. Henry, wir müssen weg von hier. Pass auf ihn auf. Los. Nein, ich lass ihn hier. Was hast du jetzt davon? Ach du Scheiße, er hat es ja viel schlimmer als ich. Ich bin ja hier noch sicher in dem Kasten. Die schaffen das. Ja, okay, aber wir haben es ja morgen durch. Denke ich mal. Ja. Ich bin morgen früh da, ne? Okay. Also, ich bin zu sehr hoher Wahrscheinlichkeit sogar schon um 11 hier, wenn du nicht wach bist oder so, zocke ich alleine irgendwo. Oh Gott. Oh Gott. Kannst du machen, ist ja kein Ding. Er wusste es. Na gut, das wusste ich nicht. Ja. Dann zocke ich irgendwas. Ich glaube, Metro zocke ich dann. Das dauert ja auch nur 4 Stunden. Hast du das DLC spielen? Das Lesbo DLC? Ist nicht so hardcore. Doch, ist schon Lesbo. Okay. Ist nicht gut, ey. Ist nicht gut. Du hast es schnell durch, ja. Aber es ist nicht gut. Okay. Kann ich das? Ich kann doch nicht einfach das DLC spielen. Nee, kannst du auch nicht. Da würdest du voll viel kaputt machen, ey. Richtig viel? Ja. Also, je nachdem, wie weit du jetzt kommst. Spiel das erst ja, durch. Ja, was ja auch logisch ist. Ja, geht. Also, es kann ja auch irgendwo. Oh. Es kann auch nichts verraten, ein DLC, weißt du? Du kannst ja auch zum Beispiel bei Witcher 3, den besten Spiel aller Zeiten, ne? Ja. Kannst du auch das DLC einfach so spielen. Könntest du theoretisch. Ah! Ah! Das zweite DLC würde sogar Sinn machen. Weil du sogar einen Vorteil dadurch hast, wenn du das DLC einfach spielst. Oh shit, Mann! Apropos, ich habe mir links ein Gameplay angeguckt von Shadow of Colossus. Hm. Und, ey, das hat so viel mit Stimmung und sowas zu tun. Ich glaube, das solltest du echt alleine spielen, ey. Ich wollte ja dabei sein, um zu gucken, ne? Ja. Ich glaube aber, das Gequatsche würde das Spiel richtig kaputt machen. Weil dieses Feeling ja gar nicht da ist. Das ist so ein entspanntes Feeling, so. So ganz ruhig und alles. Wir haben ja hier Last of Us auch kaputt geredet. Im Ach, Prinzip. Schon die erste Stunde. Ja, ja. Es fing ja schon so damit an. Weil auch viel Hass noch mit drin war. Oder weniger Hass, sondern mehr Enttäuschung. Weißt du, was ich meine? Von dir? Ja. Yeah. Ich glaube, man kann hören, dass ich ein wenig enttäuscht bin. Oh Gott. Ich muss hier durchstealthen, ne? Aber hier sind ja auch...
Messer einfach die Klicker weg. Bitte ich. Alles okay. Weg, Messer. Ach, das ist ein Runner oder was wurde da markiert? Das ist ein Runner. Klicker hörst du, die haben ja dieses umherum. Ach so. Das macht doch gar keinen Sinn, oder? Der ist ein Runner, der hat dich schon gesehen. Und wenn die Runner dich sehen, dann holen die sofort die Klicker dazu. Aber der ist weggelaufen. Nee, der hat dich nicht gesehen. Bei dich jetzt schon? Nee. Oh nein. Bei zwei geht es nicht mehr. Kann ich den von vorn? What? Jetzt still. Okay. Und die haben was gesagt, was mir eigentlich gar nicht aufgefallen ist, dass die Remastered-Version zu viel Geschichte hat am Anfang. Also im Tutorial wird dir viel zu viel erzählt im Spiel. Oh, du musst wegboxen. Es wird dir zu viel erzählt. Ja. Weil dieses ganze mystische, geheimnisvolle ist dann nicht mehr da. Ach, hier habe ich mich rausgeschossen, ey. Da hätte ich auch nichts gegen, ey. Mach einfach. Ach, die abgesägte zählt zur Pistole? Ja. Oh shit. Wenn du Zeit hast, einfach nachladen. Was ist denn jetzt geschafft? Achso. Sind aber eh nicht mehr viele übrig. Ja. Aber pass auf, ne, die rennen hier alle überall durch die Gegend, also sind sie schnell hinter dir, ne? Ja. Oh shit! Infizierte! Da rechts! Hast du vielleicht Bock auf Resident Evil? Niemals. Echt? Das Remaster? Ja, das Remaster? Oh, vorbeilaufen? Rätsel? Wie vorbeilaufen? Achso. Ist ja nicht. Boah, ich bin nicht so der Fan von sowas, ey. Ja, ja. Munitionsknappheit und sowas, das ist gut. Du warst gut. Wir müssen jetzt weiter. Alles klar? Ja. Also mit der Abgesägten ist ja Easy Mode. Munition wird relativ viel gedroppt. Ich glaube, das waren viele hier. Leute, meine ich. Sieht so aus.
Scheiße, ey. Weißt du, welches DLC ein richtig geiles Ende hat? Witcher 3. Blood and Wine. Das ist so ein cooles Ende. Richtig gut, ey. Okay. Weil da sagt der Witcher so... Spoiler? Also, spoiler ich? Ja, ich spoiler. Weiß ich nicht. Ja, klar, spoiler ich. Ich werde voll spoilern. Ist mir egal, wenn ich Witcher 3 jetzt noch nicht gestockt habe. So wie ich. Ich finde es ja nicht schlimm. Du kannst es ja machen. Nicht jetzt. Wir müssen hier erstmal wieder raus. Ein Hammerende, ey. Da sagt er so... Also, wenn ihr es nicht hören wollt, 5 Minuten müsst ihr... Echt? Nein, ich sag's eben kurz innerhalb von einer Minute. 30 Sekunden, 40. 40 Sekunden. Und zwar... Jetzt. Er sagt so, der sagt irgendwas, sagt sein Kollege so, und er sagt so, ja, ich glaube, ich mache jetzt erstmal eine Pause. Schließlich haben wir, weißt du, zu Dings, haben wir ja jetzt eine ganze Menge schon erlebt und bla bla bla, und das haben wir uns ja verdient. Und dann guckt er in diesem Moment einfach in die Kamera und meint eigentlich dich und er. Er guckt dich an. Er guckt dich an und sagt so, ey, wir haben uns diese Pause wirklich verdient. Ja. Richtig nice. Die vierte Wand brechen. Ja? Top. Passiert. Und Witcher 3 hat die beste Nebenstory. Okay. Die Nebenquest mit den roten Baronen, boah, ich hab's dir ja schon mal gesagt, ne? Ist es das mit dem Embryo? Ja. Das hat ja hier Nasti als schlimmste Stelle in Witcher genannt. Also von der Arbeit her. Sie hat, glaube ich, das Embryo gerettet oder so. Und nur es hat ewig gedauert oder sowas. Stundenlang. So eine Nacht lang oder so, hat sie gesagt. Und das fand ich schlimm? Also schlimm als negativ? Ja, es ist eine nervige Arbeit, war. Was auch immer gemacht werden musste. Dass es zu lange gedauert hat. Das war in 30 Sekunden zu irgendwas. Ich weiß es nicht mehr genau. Das habe ich heute noch gesehen. Da hat sie genau das, und dann kam eine Szene mit diesem Embryo und Baron, was auch immer. Ich fand die Nebenquest richtig gut. Okay. Gameswelt sagt auch, das ist die beste, oder? Ja, ja. Na bitte. Gut gemacht. Zu viel Arbeit, du kannst auch einfach sagen, ich habe keinen Bock. Ja, aber sie hat ja gesagt, nee, ich mach's. Und das war halt... Na los. Im Nachhinein zu viel Arbeit. Das heißt ja nicht, dass die Quest schlecht ist. Es war einfach nur eine etwas nervige Stelle oder so. Was das Thema war. Kann ich ja gleich nochmal gucken. 30 Sekunden zu... Ich fand die gut. Also ich fand die auch nicht zu lang. Ich fand die cool. Ich fand die richtig geil sogar, wenn ich ehrlich bin. Gerade die mit dem Embryo fand ich richtig nice. Also mir hat das richtig Spaß gemacht, genau. Okay. Er ist durchgekrochen! Ist ja nicht so, dass du da irgendwie ewig lang irgendwas sammeln musst oder so. Macht's immer was zu tun hast und immer am Quatschen. Okay. Alle nach oben! Na los! Oh, das erinnert mich auch hier an so ein bisschen an den Kirchturm in Walking Dead. Mhm. Oh, bei dem Kirchturm, ey. Spoiler, ihr müsst wieder 30 Sekunden. Die eine Stelle mit dem Jungen, ne? Ja. Ich hab ihn umgebracht, ey. Echt? Ja. Als ich wusste, weil ich wusste... Oh, hab ich auch. In dem Moment, dass ich ihn killen kann, ja. Ne, ich wusste, dass ich ihn killen kann, hab ich ihn nochmal umgelegt. Ja, ja. Sofort. Ja. Weil er war mir zu dumm, so, weißt du? Ja. Das war doch der mit der Bärenfalle, oder nicht? Ha? Das war doch der mit der Bärenfalle, oder? Ja, genau. Dieser mit der College-Jacke. Ja, ja, der Junge mit der Bärenfalle. Ja, den hab ich auch. Oder? Nee, ich hab ihn gerettet, ey. Aber er ist später auch gestorben. Ja, er ist sowieso gestorben. Ja. Aber ich hab ihn schon vorher umgelegt. Ja, weil das denke ich mir mit ihm hier. Sobald ich es kann, tschüss. Ja. Ja.
Vater habe ich auch umgelegt. Der Cat? Nee, der am Anfang dir ins Gesicht getreten hat. Oh, das weiß ich gar nicht mehr. Von der einen, du bist doch mit dem Vater und der Tochter unterwegs. Der Vater ist so ein Dicker. Oh, ich weiß es tatsächlich. Also ein dicker Älter, sieht so ein bisschen aus wie 40, 45 so. Kannst du vielleicht googeln, wenn du eh gerade nichts zu tun hast? Achtung! Mir fällt gar nichts dazu ein gerade. Ein Vater, ein dickerer. Mir fällt nicht mal ein dickerer Charakter ein. Von Walking Dead. Man kann doch gar nicht dick sein. Von Walking Dead. War jetzt ein Fett oder so, oder? Ich weiß gar nicht. Oh Gott. Alter, wieder. Hart dumm, ey. Ich sehe hier. Achtung! Achso, ja. Ja. Dann mal los. Ja, ja. Ich hab, glaube ich, auch sehr viele aus Wut einfach. Aus Rache einfach gekillt. Viele nicht, ich hab nur ihn. Jung. So viele kann man ja nicht töten. Ja, ja, aber bei denen ist ein Muskel. Ja, aber man kann ja generell nicht so viele töten. Und wenn du davon zwei getötet hast, ist es ja schon viel. Würde ich sagen. Achtung! Ja, aber was geben die mir auch die Möglichkeiten dazu? Mhm. Ja, ja. Das ist ja jeden Fall. Ja. Der Junge hat mich doch schon fast mehrmals umgelegt. Ja, der Junge sowieso. Aber der Vatertyp hat sich ja auch einmal fast umgelegt. Und dann so richtig asozial. Der Junge hat es ja aus Versehen, weil er dumm ist so. Der Vater hat es ja aus. Ja, aber mehrmals dumm. Mhm. Ja, ja. Achtung! Dann mal los! Wo er die Stelle in der Highschool, weißt du, wo er die Axt draußen. Digga, ich war so sauer. Heftig weiß. Ich war, glaube ich, selten so sauer auf den Spielcharakter. Ne? Wie in dieser Situation behindert man sein muss. So. Oh Mann! Achtung! Mach mich so. Dann mal los. Schon alle geben. Ja, da warst du wohl ähnlich sauer wie ich auf ihn hier gerade. Ich mag das nicht, wenn man einen zum Sterben zurücklässt, auch wenn man überlebt. Danke für die Warnung auf der anderen Seite. Das war ja schon einmal so ein Scheiß auf dich. Wieso sollte es dann nicht nochmal kommen? Ja, ist echt so, ne? Komm, na los. Ich kann's nachvollziehen, so. Er hat ja ein Kind dabei, sein Bruder auch, aber trotzdem. Sei
echt knapp, hä? Er gibt einen Fick auf dich, wenn er es kann. Ja. Das ist so. Nicht gerade das schönste Erlebnis, aber wir haben es geschafft. Deswegen seid ihr kein Team. Ja. Ja, so, hey, ist so. Ist so, gebe ich dir vollkommen recht, ja. Was habe ich gesagt? Ha? Mal sehen, wie wir hinkommen. Und du, wie kommst ich sag das doch nur, um dich zu triggern, Mann. Alles immer, oder? Für die Klicks? Ja, ja. Wenn ihr es auch so seht, ihr wisst Bescheid. Und die Glocke nicht vergessen. Ja. Das grafisch schon. Ich find's echt schon Hammer. Ich bin sehr leicht zu beeindrucken, grafisch. Echt? Ja, ich hatte immer. Ich hatte nie. Wie war es hier ohne? Also. Die PS4 war so das erste, was ich jemals besessen hat mit guter Grafik, behaupte, sage ich jetzt mal. Ich hatte nie einen starken PC, habe also immer ältere Spiele gespielt, die schon halt seit 2-3 Jahren raus sind, sage ich mal. Mhm. Und als ich das erste Mal irgendwie dann irgendwann eine PS4 hatte, mit, ich weiß nicht mal, was mein erstes Spiel war. Spiel. Ich glaube, es war Destiny. Obwohl Division. Division ist aber auch an sich cool. Deswegen bin ich immer sehr leicht beeindruckt von Grafik. Sehr schnell beeindruckt. Mich beeindrucken nur Stories, ey. Gut erzählte Geschichten, Cutscenes. Ja. Dann. Dann gibt's ja nur Blizzard. Aber Blizzard magst du ja nicht. Mhm. Aber du hast Diablo noch nicht gespielt. Wir sollten eigentlich Diablo spielen, nur um, damit du eine andere Meinung davon hast. Ich kann's nicht einfach so stehen lassen. Diablo macht Spaß. Es ist auch voll das entspannte Spiel. Das kannst du wirklich immer spielen. Ich weiß nicht, Mann. Blizzard muss man auch immer mit Vorsicht genießen, finde ich. Du wirst davon jetzt nicht. Crack ist es. Ja, ja, aber. Crack, die verkaufen dir. Gaming Crack. Ich wollte dir ja sagen, gerade, es wird dich nicht süchtig machen. Alleine schon, weil du es nicht online spielst, sondern mit mir im Koop. Es wird einfach nur Spaß machen. Willst du nicht mal cool sein? Was? Müsstest du jetzt sagen? Nochmal. Willst du nicht mal cool sein? Es wird dich ja halt echt nicht süchtig machen. Du kannst jederzeit aufhören. Ohne Scheiß. Also ich kenne andere Leute, die Blizzard-Spiele gespielt haben. Und ihr Leben daran verloren haben. Nehmen wir mal als Beispiel unseren Freund Blackbird. Blackbird. Wie lange ist der jetzt schon clean? Ein Jahr? Ja. Und er immer so, ja. Der ist voll stolz da drauf. Dass er clean ist? Ja. Ja, aber... Ich spiel's nur zum Add-on. Um ehrlich zu sein, war es auch nicht so schwer, clean zu werden, weil der Stoff nicht mehr gut war. Gegen Ende? Ja, schon seit längerem. War das so gestreckte Scheiße? Tatsächlich ja. Also wirklich, ja? Auch vom Begriff her, ja, gestreckte Scheiße. Also da gibt's ja Bosse so, Raids. Mhm. Und die Story wird halt dann so... Schreitet dann halt voran und so. Mhm. Und dann gab's zum Beispiel, die erste Erfindung war, dass es so Zeitportale gibt. Und dadurch war es dann möglich, alte Bosse nochmal zu besiegen. Mhm. Das ist ja wohl richtig gestreckt, also recycelt halt. Mhm. Dann kannst du halt alte Bosse nochmal in schwieriger, höher skaliert quasi. Hier war ich schon drin, ne? Ist alles so. Ja, warst du schon. Ja, sowas zum Beispiel, aber Adi hat mir noch ganz andere Sachen erzählt. Zum Beispiel gibt es da so diese Handyspielsachen. Mhm. Du schickst deine Einheiten so auf eine Mission und in 3 Stunden sind sie fertig und kommen dann mit Items zurück. Sowas, so als Beispiel. Ich weiß nicht, ob es wirklich so, hier war ich auch, ob es wirklich so funktioniert, aber im Prinzip war es so. Mhm. Kennst du ja, ne? Mhm. Also. Du klickst halt so einen Klicker. Als ich
lieber von kein Flickerspiel, aber so ein Mobile-Game-Prinzip. Du kriegst da irgendwelche Einheiten zum Dingsen, dann läuft der Countdown in Echtzeit ab. Und dann wartest du, bis das fertig ist und dann kannst du dich wieder losschicken. Ja, genau. Und dann immer auf Dauer kriegst du bessere Sachen, aber es dauert immer länger. Genau. Durch das hier jetzt einfach komplett... Mach, was du am meisten spielst. Ich kann ja eigentlich auch nicht unbedingt sagen. Ich hab da alles auf Pumpgun. Also, wirklich die Pumpgun? Der hat die voll. Aber das war auch so mein Ding so. Keine Ahnung, Mann. Wenn du sagst, nee, ich bin eher so der kurze Schießer so. Ich kann mit dem Kleinen besser umgehen. Ja. Yeah. Dann skill das Ding hoch. Es kommt ja auch nicht unbedingt auf die Größe an. Sondern wie du mit dem Ding umgehen kannst. Ja. Ja. Das ist okay, das ist eigentlich okay. Magazin kann ruhig. Nachladen finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Reichweite finde ich gut. Ich kann ja alles hier machen. Ich habe ja übelst viel. Ja. Das war eigentlich auch Spaß mit dem Aufbewahren, aber dazu. Ach so. Ich dachte, da kommt jetzt noch irgendwie eine geilere Pumpgun. So eine Militär-Pumpgun und nicht so ein Jagdgewehr-Ding. Es kommen noch ein paar Sachen, aber es kommen aber keine Pumpgun mehr. Es kommen zwei Sachen, mindestens. Ja. Oder maximal, oder nicht? Zwei coole Sachen. Okay. Wobei, ich weiß nicht, das eine ist nicht so... Das hier ist nicht so cool. Ich weiß nicht mehr, welches war. Okay. Aber es kommen noch zwei Sachen. Die eine ist cool, die andere ist nicht so cool. Ich meine, du kannst dir ja wohl denken, was fehlt noch? Was fehlt denn noch? Ein Granatwerfer? Ein Flammenwerfer? Sowas nicht, ne? Vielleicht. Okay, und... Obwohl, kann ich sagen, ja, ne? Ja. Flammenwerfer ist schon richtig. Ja, Zombie-Apokalypse. Ja. Flammenwerfer. Eigentlich fehlt eine Kettensäge, aber das macht ja nicht Kettensäge so viel Sinn. Nicht. Sonst? Wahrscheinlich rechts ist der Flammenwerfer. Und hier in der Mitte ist dann irgendeine Handwaffe. Nee. Okay. Ein Granatwerfer? Nee. Was fehlt noch? Komm, sei mal ehrlich, du hast eine Shotgun. Ach so, ein Maschinengewehr. Ja. Ja, okay. Nee, Maschinengewehr ist nicht so mein Ding. Und Flammenwerfer auch nicht. Also. Ja, Maschinengewehr wird aber wichtig. Was? Das ist die beste Waffe. Echt? Also fand ich. Okay. Später, aber es ist nicht mal so wichtig. Selbst wenn du am Ende keine hast, kommst du ja trotzdem durch. Das ist ja auch. Kann ja auch sein, dass du am Endgame einfach keine Munition hast. Musst ja trotzdem durchkommen. Willst du auch. Dementsprechend ist es sogar völlig egal. Was kostet der alles gar nichts? Nee. Ach so. Aber bis auf Magazin machen die anderen Sachen auch nicht so viel Sinn, finde ich. Ja. Also ich finde nicht, dass es so viel, dass man das so krass merkt. Ich hatte immer Magazine voll, das fand ich immer wichtig. Ja. Vom Loot her, dass du dann immer mit vollem Magazin, dass du genug Munition hast, okay. Reste triffst du ja immer. Das passt schon. War hier noch was? Nee. Auf die Uhr.